Today App jetzt downloaden. Der Sommertag wird Ihnen präsentiert vom schönsten Pflanzenparadies am Stadtrand von Zürich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Gartencenter. Und von schutzmasken.ch, die Adresse für Schutzmasken, sofort lieferbar ab Schweizer Lager. Einfach online bestellen. Der Sommertag kommt heute direkt von der Alp Englisfang oberhalb von Oberiberg in der Innerschweiz. Und die Alp, die gehört dem Schweizer SVP-Nationalrat Marcel Dettling als gemütlich, bodenständig und ein bisschen wie der Toni Brunner wird er beschrieben. Wenn es darum geht, ob er das SVP-Präsidium übernehmen will, steckt er ein bisschen im Dilemma. Warum das so ist und mehr Privates über ihn möchte ich heute erfahren. Er ist gerade bei seinen Kälbchen. Hallo Marcel, kommst du mal zu uns? Hallo. Du Englisfang, woher kommt der Name für die Alp? Ja, das weiss man nicht so genau, aber vielleicht haben wir da früher Engel gefangen, aber das wäre eine Möglichkeit. Aber ich habe es noch nie so genau erforscht, woher das überhaupt kommt. Ja. Aber auf jeden Fall einen schönen Namen. Und es ist auch noch ein historischer Weg. Da der alte Schweizer Weg. Kannst du etwas beschreiben, da, den Weg, wo wir in der Nähe sind? Was ist da passiert? Ja, es ist ein sehr bekannter Weg. Heute ist er touristisch genutzt, aber früher war er sehr wichtig für die Besiedlung von unserem Dorf. Die ist von Schweiz her passiert. Da sind die alten Schweizer geforscht, haben Alpweiden daraus gemacht und später hat man dann auch Versiedlung betrieben. Und dann ist das Dorf entstanden, das wir hier unten sehen, Oberiberg und Unteriberg. Und ist die älteste Verkehrsverbindung von hier zum Hauptort Schweiz. Dein Hof ist ja auch unten in Oberiberg. Da oben ist einfach die Alp, wo die Kälber jetzt am Weiden sind und Kühe. Wie lange sind die jetzt noch oben im Sommer? Ja, wir bleiben mit den Kälbchen fast bis der Schnee kommt. Ich sage auch, der erste Skifahrer nimmt Kälbchen heim. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht, wenn es nichts mehr zu fressen hat. Also Mitte Oktober gehen wir heim mit ihnen. Dann sind sie auf dem Heimbetrieb bis im Frühling, wieder bis so Mitte Mai kommen wir rauf mit den Kühen, mit den Kälbchen und sind da den ganzen Sommer hier. Bei diesem Ausblick, du bist hier aufgewachsen. Hast du jemals gedacht, zum Weggehen von hier? Ja, ich bin weggegangen für das Lehrjahr natürlich. Ich bin die Westschweizer Lehrjahr gemacht, habe in Rapperswil gemacht. Man ist immer wieder ein bisschen weggegangen, aber man kommt auch gerne wieder heim. Auch wenn ich jetzt in Bern im Nationalrat sitze, denke ich manchmal, wie schön wäre es auch daheim. Und man kommt immer wieder gerne zurück natürlich von der Arbeit retour und kommt da, wo man daheim ist, wo man sich wohlfühlt. Ist ein Rechtskontrastprogramm, oder? Da am Bauern, mit den Tieren, mit der Natur. In Bern bist du im Bundeshaus, im Anzug. Ja, das ist spannend und ich sage, das gibt es nur in der Schweiz, wenn du die anderen Länder schaust. Da bist du Vollblutpolitiker, da hast du nichts nebendran. Und bei uns haben wir Unternehmer, die in der Unternehmung sind. Nebendran sind sie politisch tätig. Ich bin jetzt in der Landwirtschaft tätig. Morgen gehst du Kühe melken, hast du manchmal gesagt. Du hast Gummistiefel an, bist dreckig. Du hast dich mit den Kühen beschäftigt. Am Nachmittag hast du eine Verabredung mit dem Bundesrat. Ganz eine andere Welt. Aber das macht das Ganze spannend und das macht auch weitgehend Spass, auch wenn man ernste Themen hat. Aber manchmal macht es auch Freude, wenn man kann so das Kontrastprogramm bewältigen. Ich habe es eingehend gesagt, du wirst oft mit dem Toni Brunner verglichen. Und sogar Leute aus der SP sagen, das ist ein gemütlicher Keib. Nervt das manchmal? Ist der Vergleich mit dem Toni Brunner? Nein, ich glaube, es gibt Schlimmes, wenn man mit dem Toni Brunner verglichen wird. Er ist eine Frohnatur, hat auch die SVP sehr stark gemacht. Und darum für mich ist es ein Kompliment, wenn die Leute mich vergleichen mit ihm. Ich sehe das ganz anders. Wir sind unterschiedliche Typen. Aber ich schaue es als Kompliment an und habe überhaupt kein Problem damit. Du hast ja seinen Platz geerbt im Nationalrat, in der hintersten und wohl wichtigsten Reihe der SVP. Kennst du ihn denn auch persönlich? Ja, sehr gut. Wir hatten gerade letzte Woche wieder eine Zusammenkunft gehabt. Wir kommen sehr gut aus miteinander. Jetzt auch mit Esther Friedli, mit seiner Lebenspartnerin, arbeite ich zusammen für die Begrenzungsinitiative. Durch das haben wir sehr viel Kontakt, auch mit dem Toni. Nein, wir kommen sehr gut aus. Schon in der Zeit als Nationalrat, bereits vorher habe ich ihn gekannt, bevor ich Nationalrat geworden bin. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Die grosse Frage ist, wer wird der nächste SVP-Präsident? Bist es du? Du hast bis jetzt nie definitiv Nein gesagt.
Ja, ich habe Markus Gilli gesagt, irgendwann werde ich das verraten in seiner Sendung. Jetzt müssen wir schauen, was rauskommt. Wir haben noch Monate Zeit. Am 22. August gilt es ernst und dann wird es rauskommen. Oh, du verratest es nur Markus Gilli und mir nicht? Ja, das müssen wir jetzt heute noch schauen. Im Verlauf der Sendung, vielleicht, wenn wir es ganz gut auskommen miteinander, können wir vielleicht mehr verraten. Ich bin jetzt ein bisschen unter Druck, aber ich habe ein gutes Gefühl. Genau. Wir gehen jetzt weiter runter zu deinem Hof. Da möchte ich noch ein bisschen mehr Privatsphäre über dich erfahren. Das ist jetzt also dein Kälbermarschbetrieb, Marcel. Ich bin zwar auf einem Bauernhof aufgewachsen und mein Vater wird sich zuhause in Grund und Boden schämen und mich wahrscheinlich enterben. Aber kannst du mir erklären, wie das genau funktioniert mit der Kälbermarsch? Ja, Kälbermarsch ist ja hauptsächlich Fleischproduktion. Wir wohnen hier in den Bergen. Bei uns ist es schwierig, oder sind es eigentlich nie, Milch abholen. Und darum ist das für uns das wichtige Standbein geworden, vor allem im Berggebiet, dass wir eben die Milch hier an den Kälbern vertränken und das Produkt Fleisch am Schluss den Betrieb verlassen. Und das ist der Jüngste. So herzig. Der Fritzli, der ist, glaube ich, gerade mal ein paar Tage alt. Ja, Fritzli, die Kinder haben schon getauft. Das ist bei uns Standard. Die kommen alle Namen über, egal ob Stierkälbli oder Kuhkälbli. Es werden alle getauft. Und der ist jetzt auf den Namen Fritzli getauft worden und ist am Sonntag geboren. Hast du damals ein Vetorecht? Also die Kinder dürfen immer einen Namen bestimmen? Ja, ja, und die haben schon ganz komische Namen gegeben, aber das soll so sein. Wir haben schon dürfen die gegeben. Und ja, da hat es ganz abstruse gegeben, ganz moderne auch. Wenn wieder irgendein Sänger im Radio kommt, dann nachher ist die gerade in und dann wird der Name dann so gegeben am Kälbli. Aber das spielt keine Rolle. Und du kennst all deine Tiere mit Namen? Hast du einen engen Bezug zu deinen Tieren? Die eigenen. Jetzt, was wir hier sehen, etwas müssen wir auch zukaufen. Wir haben einen Haufen Milchwahlfalt von den Kühen. Da kaufen wir ein Kälbli zu und die haben nicht alle einen Namen. Aber die, die bei uns selber auf die Welt kommen, die kommen alle Namen über. Du, und wo ist Fritzli seine Mami? Der ist da ganz allein. Fritzli seine Mami, das ist weiterhin auf der Alp. Das muss dort oben Kräutchen fressen und gibt einen Haufen Milch. Und das, der Fritzli ist jetzt heimgekommen, kommt zu seinen Gespännen. Am Anfang ist er ein bisschen allein, um sich akklimatisieren. Und nachher kommt er dann eine Gruppe zu der anderen. Merkt man, dass der Tier an die Trennung? Weißt du, dass sie ihn vermisst, das Junge, oder dass er nach der Mami schreit? Das Problem ist, wenn sie ein bisschen zu lang dabei sind. Wenn die Mutter und das Stierkälb zu lang beieinander sind, dann ist der Trennungsschmerz nachher umso grösser. Man lässt sie zuerst beieinander kennenlernen und sie tun einander abschlecken, vor allem die Mutter, das Kleine, und nachher tun wir es trennen, damit der Schmerz eben nicht zu gross wird. Ist ja nicht ganz ungefährlich, das Bauern. Da hast du selber eine schmerzliche Erfahrung gemacht. Ja, es gibt immer Gefahren, lauern überall, das ist klar. Ich habe jetzt bereicht mit den Händen, ich hatte ein bisschen Pech in der Stifte im Lehrjahr, wo das passiert ist. Aber Gefahren lauern überall, egal ob du Schreiner bist, ob du Zimmermann bist, ob du in der Freizeit eine Bergtour machst und gehst, aber aufpassen musst du immer im Leben. Wir reden jetzt gerne noch ein bisschen mehr über dich und deine Familie und für das würde ich vorschlagen, gehen wir zu deinem Zuhause. Marcel, deine Kinder sind 5, 7 und 8. Du sagst, wenn du deine eigenen Kinder aufwachsen siehst, dann kennst du den Sinn des Lebens. Ja, es ist doch so. Also, irgendeinen Grund gibt es, warum wir auf dieser Welt sind. Und du siehst in den Kindern wieder so viel, wo du dich selber zurückdenkst, an deine eigene Kindheit. Und du willst ihnen etwas weitergeben, was du hast dürfen erleben und ein, bisschen ein Stück von dieser Welt ein bisschen beibringen und sie auf den Weg schicken. Und das macht Spass und hast auch Freude daran, wenn du siehst, wie sie sich dann entwickeln. Du hast vorher erzählt, oder? Ihr seid in einem Familienbetrieb, da packen alle mit an. Jetzt bist du aber gleich relativ viel abwesend mit deinem Mandat und halt auch als Nationalrat. Wie oft siehst du sie denn tatsächlich? Gut, es ist ja wie allgemein. Wer viel weggeht, kommt auch viel wieder heim. Und die Freude ist dann umso grösser, wenn du wieder da bist. Aber gerade im Sommer, wenn ja die Hauptarbeit anfällt bei uns auf dem Betrieb, dann bin ich viel daheim. Das ist das Gute im Beamtentum. Im Juli ist niemand rum von diesen Bundesbeamten. Da haben alle Ferien, kommst praktisch keine E-Mail über. Ich kann mich der Landwirtschaft widmen. Und da sind wir wirklich voll als Familie unterwegs. Machen die ganze Heuerei miteinander, sind bei den Tieren auf der Alp miteinander. Das ist schön. Also Juli bis Anfang August haben wir eine gute Zeit. Und sonst gibt es Wochen, wo mehr sind und Wochen, wo du weniger daheim bist. Das ist so. Ist Politik bei euch ein heißes Thema? Sind noch ein bisschen klein, oder? Sehr wenig, sehr wenig. Ich tue es auch bewusst trennen. Ich nehme den Frust, den du manchmal hast, von der Politik bewusst nicht heim. Und nein, daheim hast du andere Themen. Die Kinder haben andere Sorgen, wie was Bundesbären abgeht. Die beschäftigen sich vielleicht, dass irgendetwas mit dem Musizieren nicht funktioniert hat oder dass für uns schöne Blümchen gefunden haben und ganz andere Sachen. Sie tun total gerne Handörgel. Ich habe es vorher gesehen, hören, auch schön. Und ich habe es auch probiert, also total umgegangen. Spielst du ein Instrument?
Leider nein. Bei uns musste zuerst flöteln und das hat mich nicht so gereizt. Und ich habe nach 2-3 Lektionen das Ganze hingeschmissen. Und ja, ich habe leider nicht mehr angefangen. Das ist bei uns ein bisschen falsch gelaufen. Und heute hat die Jüngere oder die mittlere Tochter hat sich selber beigebracht. Die geht gar nicht in die Stunde und die Eltern gehen in die Stunde und haben beide Freude und musizieren. Schön. Wie habt ihr die Corona-Zeit erlebt? Abgesehen für dich jetzt, dass die Abstimmung verschoben worden ist zu der Begrenzungsinitiative und auch die Delegiertenversammlung von der SVP. Wie war das zu Hause mit Fernunterricht, mit den Kindern zu Hause zu haben? Ja, man hat ja viel gehört, dass die Leute ein Problem hatten, die vier Wände eingesperrt sind. Das verstehe ich auch. Gerade vielleicht in der Stadt, wo man ein weniger Platz hat. Wir sind uns gewöhnt eigentlich, dass die Familie daheim ist. Sie sind zwar in der Schule zwischendrin, aber sonst sind wir immer beieinander. Ich arbeite daheim auf dem Betrieb, die Familie ist da, man hat Kinder immer um sich herum. Das Einzige, was war, ist, die Frau hat sicher mehr Aufwand gehabt mit dem ganzen Schulbetrieb. Sie war die Lehrerin, wir haben ein Zimmer eingerichtet im Haus. Dort ist der Schulunterricht stattgefunden am Vormittag. Und am Nachmittag sind sie viel mit mir mitgekommen und haben für uns in der Natur etwas gelernt. Wir mussten auch mithelfen, arbeiten, um die Maschinen herum, um das Vieh herum, um vorausgehen, Unkrautbekämpfung und was auch immer angefallen ist. Hast du gemerkt, dass es mehr Leute hier aufgezogen hat? Weißt du, Leute, die aus der Stadt geflüchtet sind, Wanderer, Velofahrer? Was hast du da für Begegnungen gehabt? Sehr, ja. Man hat gemerkt, die Leute kommen jetzt in Rückzugsgebiete, in die Erholungsgebiete, wo wir eins sind. Da. Das Ferien- und Wanderparadies Hochibrig, da haben wir recht viele Leute gehabt, auch aus Stadtnähe. Und auch der Gemeindepräsident hat gesagt, er habe am Abend Lichter gesehen von Häuschen, die er gar nicht gewusst hat, dass da drinnen überhaupt Licht ist. Also es war ein Zeichen, dass die Leute das ein bisschen gesucht haben, abgeschirmt vom Rummel und ein bisschen Rückzugsort gesucht haben. Auch jetzt, aktiv jetzt im Sommer, merken wir viel mehr Leute da im Hochibrig oben, die gehen wandern, die gehen Velofahren. Die Leute bleiben daheim, die Leute bleiben in der Schweiz. Ist eigentlich gut, investieren das Geld hier bei uns vor Ort in der Region. Gibt es ein Problem, dass fast zu viele Leute sind? Ja, ich denke, manchmal auf dem Wanderweg könnte es zu Problemen führen, wenn du viele Velofahrer hast, viele Wanderer hast, dass da intern einen kleinen Konflikt könnte geben, aber bis jetzt haben wir kein Problem. Du bist jetzt nie in einen reingeraten? Nein, ich bin nicht zwischen die Fronten gekommen. Ich hatte genug zu tun mit der Landwirtschaft und darum, aber man verfolgt es ein bisschen, man sieht manchmal, beobachtet und denkt, das könnte vielleicht zu Konflikt führen, mittelfristig. Auf dich wartet ein strenger Sommer, nicht nur wegen dem Heuen, sondern während andere Ferien machen, willst du für die Begrenzungsinitiative weibeln. Es ist ein fast aussichtsloser Kampf. Keine Partei ist dafür, der Bundesrat ist dagegen, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften. Ja, das macht das Ganze spannend, weil wenn ja alle würden sagen, der Kampf ist schon gewonnen, wäre es gar keine Herausforderung, zu sagen, mal, jetzt müssen wir da voll kämpfen. Wir müssen eben mit dem Volk die Abstimmung gewinnen. Ich sage immer, du musst nicht mit den Partien die Abstimmung gewinnen. Schlussendlich hat jeder Stimmbürger eine Stimme zur Verfügung, kann sagen ja oder nein. Und wir müssen mit dem Volk probieren, die Abstimmung zu gewinnen. Und da sind wir nicht unbedingt angewiesen, ob jetzt da Wirtschaftsverbände, die ihre Interessen natürlich pflegen, einbringen. Wir versuchen mit dem Volk, mit einem kleinen Bürger, der draussen merkt, was überhaupt abgeht in diesem Land, 1 Million in 13 Jahren, wenn wir das zukünftig, wenn wir 10 Millionen Schweiz mit allen Problemen, Verkehrsinfrastruktur etc. Und das versuchen wir aufzuzeigen bis zum 27. September. Aber von diesen Bürgern haben wir noch nicht so viel auf eurer Seite, oder? Gemäss der letzten Umfrage liegt die Zustimmung bei gerade mal 29%. Wie willst du das Blatt noch wenden? Ja, das ist aber der grosse Ansporn für uns. Wenn es würde heissen, wir haben 80%, dann würden alle hinterher liegen, auch von unseren Leuten, und sagen, ja, die haben wir im Trocknen, wir müssen gar nichts mehr machen. Und das sind immer Weckrufe, um zu sagen, hey Jungs, wir müssen im Fall dran hin, es ist nicht gewonnen. Aber wir haben gute Rückmeldungen von unseren Leuten auch, das ist ja wichtig. Wir haben jetzt auf den 1. August einen Fernsehen machen. Die waren innerhalb einer Woche ausverkauft. Wir mussten auf der Online-Plattform wegnehmen. Das war so ein Ansturm auf die Fernsehen. Es ist bestellt worden, die Leute wollen sich einsetzen für unser Land und für mich ein positives Zeichen. Der ehemalige SVP-Nationalrat Peter Spuhler warnt, das ist eine gefährliche Initiative. Bundesrätin Karin Keller-Sutter redet vom Schweizer Brexit. Der wichtigste Handelspartner, die EU, könnte man verlieren. Stellt man die Beziehungen aufs Spiel? Wollt ihr das wirklich? Ja, also man muss sich ein bisschen auseinanderheben. Der Peter Spuhler war von Anfang an auf der anderen Seite. Ihm kann man das nicht verübeln. Er ist in diesem Umfeld tätig, er will günstige Arbeitskräfte. Aber er war vor allem am Anfang an immer für Personenfreizügigkeit. Darum, das ist überhaupt nichts anderes. Aber wir sehen Probleme, die draussen entstehen in unserem Land. Und wir wollen aber nicht, dass es so weitergeht. Es braucht jetzt eine Entscheidung vom Volk, wenn wir wirklich so weitermachen mit dieser Million in 13 Jahren. Mit allen Problemen, auch in der Sozial-
Hilfekosten in der ganzen Infrastruktur, Züge, Autobahnen, die man bauen werden in Zukunft, wenn wir das oder wenn wir das eben nicht. Und dann müssen wir jetzt noch 30 Leinen ziehen. Aber euer Argument widerspricht der letzte SECO-Bericht, der sagt, Personenfreizügigkeit die hat für steigende Löhne, steigende Arbeitstätigkeit gesorgt. Zuwanderer nehmen die Stellen an, die die Inländer nicht besetzen. Sei es jetzt zum Beispiel im Pflegebereich, wo deine Frau ja tätig war, im Gastrobereich oder sogar in der Landwirtschaft. Also, genau. Das klingt ja alles super. Nein, das bestreitet ja niemand. Wir sagen ja nicht keine Zuwanderung. Wir sagen Zuwanderung begrenzen. Und das heisst eben, wir wollen nicht, dass Heti und Pleti in die Schweiz hineinkommen. Die Leute, die wir brauchen zum Arbeiten, du sagst es, Pflegebereich, Gastrobereich, Landwirtschaftsbereich, haben wir schon immer Leute in der Schweiz gehabt, die es gebraucht haben. Aber es gibt ja eine Umfrage aus dem Kanton Zürich, Volkswirtschaftsdirektion, die zeigt, dass eben nur jeder Fünfte, der in die Schweiz hineinkommt, in einem Beruf nachher arbeitet, wo Mangel herrscht in der Schweiz. Und all die anderen kommen einfach, um nachher eben Löhne zu drücken. Über 50-Jährige, ein riesiges Problem. Die Schweizer werden entlassen, über 50, werden eingestellt durch junge, günstige Europäer. Das ist aber statistisch das haben wir nicht erwiesen, was ihr sagt. Wenn man die Zahlen vom SECO anschaut, ja, dann wenn ist man das die Überbrückungsrenten so. Anschaut, die Gegner sogar installiert haben, ist ja ein klares Zeichen, dass man dort ein Problem hat. Dass ein Verdrängungswettkampf stattfindet. Sonst hätte man die Überbrückungsrenten gar nicht müssen installieren und in einer super schnelle Zeit durchs Parlament durchdrücken. Das hat es ja vorher noch gar nie gegeben. Also es ist total unseriös, wenn wir das Ganze angegangen haben, nur um etwas an der Begrenzungsinitiative gegenüberstellen. Und das ist schon höchst nachdenklich für unsere Demokratie. Stichwort Rente. Christoph Blocher, der seine Bundesratsrente jetzt plötzlich einfordert. Was sagst du dazu? Ja, das ist sein persönliches Recht, wenn er das will. Ob es der Zeitpunkt schlau war, vor dieser Initiative das noch zu machen, oder ob es vielleicht schleuer war, wäre später zu machen, da können wir darüber reden, da kann man darüber streiten. Aber dass grundsätzlich die Bundesräte scheinbar Anrecht haben auf das, wenn sie es schon haben, dann soll es für alle gelten. Und es zeigt jetzt, dass eben alle anderen praktisch das auch bezogen haben. Und das ist noch das Interessante am Ganzen. Es hat praktisch niemand verzichtet auf die Rente. Es hätten andere nicht gebraucht und haben es auch bezogen. Du bist der Sitznachbar von der Magdalena Martullo-Blocher im Nationalrat. Man hat dich auch schon bezeichnet als ihren Wasserträger oder als Parteisoldat. Du giltst als sehr linientreu, aber was sagst du zu solchen Sachen? Ja, ich glaube, Wasserträger würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wasserträger bin ich, wenn ich die Schafe tränken muss. Dann tue ich Wasserträger. Also aber hast du noch nie ein Wasser gebracht im Nationalrat? Nein, überhaupt nicht. Sie haben mir im Gegenteil schon Kaffee gebracht. Also wir sind da sehr locker im Umgang. Sie ist schon Kaffee geholt für mich, ich bin schon Kaffee geholt für sie. Das ist die eine Hand, wäscht die andere. Das ist bei uns sehr unkompliziert. Das ist gar keine Rangordnung oder Hierarchie, wenn man da in der Zeitung eine Menge liest. Sie ist schon unkompliziert im Umgang, ich bin unkompliziert im Umgang. Darum verstehen wir uns auch so gut. Du hast einen fast raketenhaften Aufstieg angelegt. Du bist jetzt in der prestigeträchtigen Wirtschaftskommission, wo du gewählt worden bist im Nationalrat. Ist sogar für dich und deine Frau überraschend gekommen. Man sagt, im Hintergrund werden da die Fäden ganz bewusst gezogen, um dich zu fördern. Ja, nein, ich glaube, man schaut ja immer ein bisschen, wer kommt in welche Kommission von der Fähigkeit oder aus welchem Beruf rauskommt. Bei uns war es so, der Hans-Jürg Walter ist raus, er hat Rücktritt gegeben, er war zuständig für die Landwirtschaft in dieser Wirtschaftskommission. Dann ist der Toni Brunner gekommen, hat das übernommen, der Toni Brunner ist auch rausgegangen und dann hat man wieder herumgeschaut, wer werden Vertreter aus der Landwirtschaft. Und dann durfte ich das Dossier übernehmen und so in der Wirtschaftskommission einbringen für die SVP. Du bist im Parteileitungsausschuss. Wie gross ist der Einfluss von Christoph Blocher noch? Was spürst du? Je nach Thema. Also, er ist nicht präsent, dass er einfach sagt, ich komme nicht zu die Sitzung oder ich gebe eine Stellungnahme ab. Wenn wir etwas wollen, wenn wir etwas brauchen, irgendeine Frage haben zu einem speziellen Thema, können wir ihm anrufen, kommt er oder man kann es telefonisch abklären. Aber sonst, er ist nicht jemand, der sich aufdrängt. Er hat sich recht zurückgezogen, jetzt, als er raus ist aus dem Parteileitungsgremium. Aber er ist rum, wenn wir Fragen haben. Und manchmal sind wir froh, wenn wir auf seine grossen Fähigkeiten zurückgreifen, auf sein grosses Wissen zurückgreifen. Aber das ist situativ. Also er redet nur mit, wenn ihr ihn fragt. Er kommt nicht von sich aus und redet rein. Ja, das ist so. Ja, das kann ich bezeugen. Einmal zu den Sachen, aus, die ich jetzt miterlebe aus dem Parteileitungsgremium, raus, ist es so, wenn wir etwas fragen wir ihn aktiv an, aber nicht, dass er uns reinschwätzt. Das könnte ich nicht bestätigen. Also. Wie verhält es sich bei dir? Du hast schon mal gesagt, du könntest schlecht Nein sagen. Kannst du aber auch anstehen und sagen, das geht mir jetzt gegen den Strich, nein, das passt mir nicht. Oder bist du eher einer, der so ein bisschen
gebig weggeht. Nein, ich glaube, da kennst du mich schlecht. Also bei mir sind eigentlich klare Ansagen an der Tagesordnung. Entweder stehe ich zu etwas und dann vertritt ich es auch. Und sonst sage ich meine Meinung und sage, nein, da müsst ihr einen anderen suchen, der das vertritt. Da bin ich der Falsche. Also kannst du davon ausgehen, wenn ich im Nationalratssaal vorne am Mikrofon stehe und zu etwas Stellung nehmen muss, dann bin ich überzogen von dem. Und sonst, also ich habe schon am Fernsehen abgesagt und gesagt, nein, da bin ich der Falsche, weil ich kann nicht dahinter stehen, weil ich denke, das merken die Leute draußen. Du musst glaubwürdig bleiben, ehrlich bleiben, auch zu dir selber, und dann funktioniert es. Ich hätte jetzt ganz gerne eine klare Ansage von dir. Wärst du der Richtige für die Albert Rösti-Nachfolge? Ja, der Richtige. Das ist immer schwierig. Er hat es so super gemacht in den letzten Jahren. Er hat einen riesen Aufwand betrieben, um die Partie weiterzubringen, vorwärts zu bringen. Wir haben jetzt leider ein Problem in den Themen, die gesetzt worden sind. Das ist nicht so, für die SVP hat das nicht so gesprochen im letzten Herbst. Aber ob ich der Richtige bin oder andere richtig sind, das ist ein anderes Thema, das die Leute beantworten müssen, die Delegierten am Schluss. Aber viele in der Partei sagen, wenn du willst, dann wirst du gewählt. Ich will jetzt wissen, willst du? Ja, die Frage beschäftigt uns seit Anfangsjahr. Da haben wir schon mehrere Sendungen gehabt, auch zu dem Ganzen. Und das Wollen und das Können, das sind immer zweierlei. Und wenn wir heute gesehen haben, du hast einen kleinen Einblick bekommen ins Betriebliche, ins Familiäre, ist es einfach unmöglich für mich, das Können alles unter einen Hut zu bringen. Und darum ist das Parteipräsidium zur aktuellen Zeit kein Thema. Es wird nicht funktionieren. Und darum, es hat alles seine Zeit im Leben. Und ich glaube, jetzt wäre einfach zu früh mit dem familiären Umfeld und mit dem betrieblichen Umfeld, um da einsteigen. Weil es braucht einen Präsidenten, der Zeit hat. Es braucht einen Präsidenten, der raus kann in der ganzen Schweiz, der kann in Genfersee abreisen und am Bodensee raus zu den Leuten, zu den Sektionen. Und das ist sehr zeitintensiv. Und das ist für mich aktuell nicht möglich, die Zeit können. Also der Wille ist da, aber die Zeit fehlt. Die Familie zählt mehr. Ist das auch ein bisschen schmerzhaft, zu sagen Nein? Weil es reizt dich ja schon, oder? Ich spüre es ja. Ja, es ist ein sehr reizvolles Amt, vor allem auch jetzt in der schwierigen Phase. Das ist immer, wenn es gut läuft, dann können es alle, oder? Dann werden alle vorne dran stehen. Und interessant wird es ja immer erst, wenn es nicht so läuft, dann musst du eben sputen und dann musst du die Ideen bringen. Aber wir haben gute Leute, die sich gemulden haben. Also ich glaube, es geht hervorragend weiter am 22. August mit der SVP Schweiz. Du hast zwei ganz wichtige Termine in deiner Agenda, eben 22. August, 27. September die Abstimmung. Was, wenn jetzt die Delegierten dich gleich wählen am 22.? Ja, das wird nicht passieren, weil schlussendlich musst du ja immer Ja sagen zu etwas. Und nein, ich würde das nicht können machen am 22. August. Aber am 27. August habe ich natürlich Freude, wenn das Schweizer Stimmvolk September. Wenn das Schweizer Stimmvolk Ja sagt zu der Begrenzungsinitiative. Das ist für mich die wichtige Sache. Hast du jetzt nochmal gut platziert am Schluss. Danke vielmals Marcel Dettling für den Einblick. Für dich als Person, du als Politiker. Und alles Gute in diesem Fall. Merci, kann man brauchen. Danke. Danke. Und Sie zuhause können jetzt mitmachen bei unserem Wettbewerb. Jetzt beim Sommertag-Wettbewerb mitmachen. Als Hauptpreis verlost Tele Zürich der Jeep Renegade Night Eagle im Wert von 25'000 Franken von der Heusemann Automobil AG in Zürich Altstetten direkt an der Autobahn. Ihre neue Partner für Jeep in Zürich. Und zusätzlich verlosen wir tägliche Autowäschkarten im Wert von 500 Franken für die Autowäsch und Innenreinigung bei Autop und Stützliwäsch. Für jedes Budget eine super Sache. 11-mal in und um Zürich. Und das ist die heutige Frage. Welche Tiere hat Marcel Dettling auf seinem Hof? Sind das Kälber oder Soi? Rufen Sie an auf 0901 290 900 oder schicken Sie ein SMS, schreiben Sie zuerst Tag, dann die Lösungszahl 1 oder 2 und schicken Sie es an 9988 oder per Postkarte an die eingeblendete Adresse. Ich verabschiede mich hier aus dem Postkarten-idyllischen Oberrheinberg und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Der Sommertag ist Ihnen präsentiert worden vom schönsten Pflanzenparadies am Stadtrand von Zürich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Gartencenter. Und von schutzmasken.ch, die Adresse für Schutzmasken, sofort lieferbar ab Schweizer Lager. Einfach online bestellen.